Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Philipps bunte Steinchen. Ich bin der Philipp und das sind die bunten Steinchen, die ich heute zeigen werde. Und zwar ist das der Mercedes-Benz Citros 4x4 von Lego Technik 42129. 2200 Teile, 300 Euro. Da liegt der Hund begraben, meiner Meinung nach. An sich ist es ein sehr schönes Modell. Hat viel Spaß gemacht zu bauen. Steht cool da, wie er ist. Aber es gibt doch ein paar Sachen, die irgendwie nicht so nice sind, meiner Meinung nach. Das erste, okay, ja, aber das ist wegen diesen ganzen Racetruck-Sponsorship-Dings, ist mal der Stickerbogen. Es gibt unendlich viele. Bis auf die Kennzeichen oder so irgendwas habe ich keinen aufgeklebt. Oder gibt es überhaupt Kennzeichen? Naja, das zwei Pickel fehlen, die habe ich irgendwo draufgeklebt. Keine Ahnung wohin. Ja. Also 300 Euro ist auf jeden Fall mal eine Ansage für 2200 Teile. Es sind drei L-Motoren, ein M-Motor und ein Smart Hub verbaut, was es wieder ein bisschen verständlicher macht, aber immer noch nicht irgendwie. Vor allem ist es ein 300-Euro-Ding und in dieses Smart Hub muss man einfach Batterien reingeben. Jedes, keine Ahnung, 100 € Mold King Set oder sowas, jedes 70 € Kader Set oder sowas hat wieder aufladbare Akkus drin. Das ist einfach der Standard. Batterien sind nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach. Ja, vor allem nicht beim 300 € Premium-Produkt. Meiner Meinung nach. Es gibt sehr viele gute Sachen über dieses Ding zu sagen, halt ein paar negative. Die Anleitung ist, wie zu erwarten war, ein ziemlicher Wälzer. Ganz normale Technikanleitung, sehr leicht verständlich gewesen. Wirklich hat gar keine Fragen offen gelassen. Also das war Weltklasse auf jeden Fall. Ja, wo fangen wir jetzt am besten an? Am besten bei meinem Lieblingsding, bei der kleinen Ente. Ich habe zwar keine Ahnung, warum sie da ist, aber sie ist auf jeden Fall da. Meine Freundin hat ihn liebevoll den Manly Man Truck getauft und das trifft es eigentlich ganz genau. Er ist ziemlich brachial, er ist ein richtiges Kraftprotz-Ding und so. Diese Trial Trucks, die sollen ja auch nicht irgendwie um die Wette fahren, sondern die fahren so über Hindernisse und sowas. Das Ding hat ein sperrbares Differential, das heißt, man kann in der App auf quasi Allrad umschalten, um noch größere Steigungen rauffahren zu können und sowas. Dafür sind leider die Reifen ein bisschen zu klein. Beziehungsweise ist die Bodenfreiheit einfach, also größere Reifen mit ein bisschen stärkerem Profil wäre noch besser gewesen. Bodenfreiheit ist insofern auch ein bisschen problematisch, weil es hier ein Zahnrad gibt, das halt offen liegt. Und das, wenn man fährt, halt einfach ein bisschen Gras ansaugt. Ja, jetzt habe ich natürlich hier die Lichter runtergegeben, unabsichtlich. Ja. Es war, wie gesagt, zum Bauen war es ein Vergnügen. Ich finde, er sieht grandios aus. Es ist ein optisches Highlight und sowas. Aber es ist irgendwie so ein auf den ersten Blick Ding. Zum Beispiel, man hat halt, also es gibt einen einzigen Print. Der ist vorne das Mercedes-Zeichen. Die Motorhaube lässt sich öffnen. Da drin versteckt sich ein Motor, der keinerlei Funktion hat, wo noch ein Pickel drauf gekommen wäre, um der Sache irgendwie die Krönung zu verleihen. Da ist so ein Lüfterrad, das kann man drehen, das dreht sich aber auch nicht also ist auch nicht an irgendwas angeschlossen oder sowas, das ist einfach nur Dekoration. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, so ein kleiner Kolbenmotor oder zumindest so ein Brickbuild-Motor, der halt irgendwie mehr hermacht als halt irgendwie ein paar Plates mit einer Fliese drauf, die grau ist und so. Nee. Das ist in vielen Creator-Expert-Sachen um 100 € wesentlich besser gelöst. Dann sind ein paar schöne Details, gerade beim Cockpit. Also man hat halt Sitze drin, drei Stück, ein Lenkrad, das nicht mitlenkt, meiner Meinung nach. Nein, natürlich nicht. Dann hat man diese Rückspiegel oben, diese Lichter finde ich ganz schön gemacht. Dieses Auspuff-Dings, das oben rauskommt, damit man noch durch Wasser fährt. Und da haben wir schon das erste Problem. Die Türen sind ziemlich wackelig. Also die gehen beim Fahren von selber auf oft. Die hängen da ziemlich lose drin. Das passiert eigentlich dauernd, dass diese Dinger halt aufschwingen. Das ist halt bei der Geländegängigkeit irgendwie unsinnig. Also es sollte eben mindestens noch einen Riegel geben oder irgendwas, weil man fährt halt oft in Schräglagen und so. Und es wird auch in der App angezeigt, wie viel Grad Steigung man rauffährt, wie zur Seite geneigt das ist und sowas. Also ja, keine Ahnung.
Jedenfalls in der App kann man dann das Differential zuschalten quasi, das kann man sperren quasi. Und das ist schon ziemlich cool. Ich habe es getestet. Es gibt aber in der offiziellen Control Plus Version noch kein Profil für dieses Modell. Deswegen habe ich das mit so einer Drittanbieter-App gemacht. Und deswegen werde ich das Video, in dem ich damit rumfahre, ein anderes Mal machen, weil ich das mit der offiziellen Control Plus App machen will, damit es auch wirklich so ist, wie Lego sich das vorstellt, weil ich habe dieses Ding als Rezensionsexemplar geschenkt bekommen quasi. Und deswegen will ich das auch ordentlich machen und nicht da mit irgendeinem eben Drittanbieter-Pfusch da irgendwie mir anmaßen, an mir ein Urteil zu bilden, weil das wäre nicht cool. Wie gesagt, die Türen gehen auf. Man hat dann da oben noch diese Überrollkäfig-Geschichten. Hinten hat man noch diesen Rahmen drauf. Hier sieht man, also was viele bemängelt haben, was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, ist, dass halt die Ladefläche ziemlich offen ist. Das ist aber so bei den Trial Trucks. Also die sparen da Gewicht, das hat wahrscheinlich auch mit der Gewichtsverteilung zu tun und sowas. Und das ist halbwegs nah am Original. Generell finde ich, ist das Set so von der Art und Weise sehr gut gelungen. Und ich kann auch hier diese eine Klappe am Heck aufmachen mit einem Riegel, dann kann man da ein bisschen in das, sagen wir mal, sie nennen es Getriebe, reinschauen. Ja, kann man halt bei ein paar Zahnrädchen, die man gebaut hat, beim Drehen zuschauen. Ist ganz nett, aber ja, um es richtig aufzumachen, müsste man diese Querstreben darunter nehmen. Weiß nicht, ist mir jetzt zu anstrengend, ehrlich gesagt. Diese Feuerlöscher sind super cool gemacht. Die sind aus so Round Bricks gemacht und oben steckt ein Blaster dran mit so einem Cone. Das fand ich eine super lustige Idee beim Bauen. Das war so ganz am Ende. Das war noch so ein Joke für den Schluss. Das Ding ist massiv groß, 50 cm lang, ist auch sehr schwer und sowas. Dadurch, dass es eben so ein Trial Truck ist, ist die Übersetzung viel mehr auf Kraft ausgelegt als auf Geschwindigkeit. Das heißt, dieses Ding auf der Geraden schleicht es dahin, dass es echt fast nicht mehr feierlich ist. Also das ist wirklich langweilig. Deswegen sind auch diese Fähnchen dabei. Die sind so gedacht als Hindernis, um dass man so herumschippern kann und sowas. Ja, das weiß nicht, wenn man um alle von diesen Fahnen herumfahren will und das in einem Abstand aufstellt, dass der Wendekreis es auch zulässt, weil der Wendekreis ist relativ groß, wird man sehr alt. Und ich glaube nicht, dass man es bis zur letzten Fahne durchhält von der Geduld her einfach, weil der fährt echt langsam. Er kann ganz wilde Steigungen bergauf fahren, aber das ist halt circa das Einzige, was er kann, weil dafür ist er gemacht quasi. Diese Trial Trucks sind für nichts anderes gemacht, als ganz arge Steigungen rauffahren, irgendwelche Schräglagen meistern, durch Wasser, alles Mögliche. Das ist halt so Offroad-Zeug, dafür ist es gemacht und das haben sie hier auch urgut gezeigt. Nur irgendwie ist es halt auch ein Spielzeug und es soll halt auch irgendwie Spaß machen und nicht nur möglichst nah am Original dran sein. Und deswegen wäre es irgendwie cool gewesen, wenn man da so ein bisschen einen Kompromiss gefunden hätte, dass der auf der Geraden ein bisschen schneller fährt. Dafür kann er vielleicht 2, 3 Grad weniger Steigung nehmen. Hätte ich cooler gefunden. Aber ja, es ist halt, das wollte man umsetzen und das wurde auch umgesetzt. Das ist eigentlich super gemacht. Das ganze Ding ist halt mega stabil. Das kann man überall runterjagen und sowas. Und ich habe es in meinem Garten eben schon getestet. Kann echt wilde Steigungen auch auf Wiese und so rauffahren. Wie gesagt, dazu folgt ein Video. Die 300 € finde ich halt eine Frechheit, weil der Abschlepptruck, der hat gleich 100 Teile weniger, kostet die Hälfte. Und ja, es sind 3L-Motoren drin, ein M-Motor und dieses Smart Hub und sowas, aber das wäre auf jeden Fall günstiger auch gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld Mercedes da noch kriegt für die Lizenz, aber also 300 € ist es mir nicht wert. Da gibt es einfach am Markt Vergleichbares, wo man einfach mehr bekommt, mehr Spielspaß, mehr Teile, mehr Achsen, mehr Motoren. Das einfach 200 € kostet. Also um 200 € würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Also es macht Spaß, der Bau war cool. Es ist zum Hinstellen, ganz ehrlich, das Ding schaut mega aus. Es ist ultra nah am Original. Also designtechnisch ist das wirklich super. Die Funktionen sind halt begrenzt. Es ist halt eine, dass es steil bergauf fahren kann und dass man eben das Differential sperren kann, dass man von normalem Truck auf Ultra Offroad Truck quasi umschalten kann. Weißt du, von der technischen Seite ist es eine interessante Sache, eine lustige Lösung, aber ich weiß nicht, ob mir das so viel Geld wert wäre. Also für 200 fix, für 300 würde ich es niemandem eigentlich empfehlen.
Was cool war, hätte ich fast vergessen, in der Schachtel, die Bauschritttüten waren unterteilt in zwei Kartons. Das finde ich immer sinnvoll, dass man dass eben Teile nicht zu sehr aneinander reiben und nicht kaputt gehen, sowieso, aber das passiert eigentlich bei Technikteilen selten. Aber auch eben, dass man so ein bisschen so einen Zwischenstand hat, dass man so auf zweimal bauen kann oder dass man so die Tüten, die man nicht braucht, dann alle halt in die Reserveschachtel stopfen kann und dann von dort immer rausnimmt und so. Also das finde ich immer irgendwie praktisch. Ich weiß gar nicht, kann ganz gar nicht so genau erklären, warum, aber das ist auf jeden Fall was Nettes. Der wird auf jeden Fall bei mir jetzt noch ordentlich den Garten rauf und runter fetzen, und wenn es dann soweit ist, dass ich das mit der mit der Control Plus App machen kann, werde ich dann auch ein Video dazu noch hochladen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Baut was Schönes, habt es lustig und passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.